Ja, was soll ich sagen heute? Schwer in Worte zu fassen, so was die letzte Woche passiert. Ich denke, nach dem letzten Heimspiel wollen wir einiges gut machen. Ich glaube, dass wir mal angefangen haben, wir waren sehr gut im Spiel, denn eine Chance nach der anderen. Und so wie es jetzt die letzte Woche war, wäre dann mit dem Gefühl der ersten Aktion um 16 bei uns bestraft, kriegen das 1-1. Zweite Halbzeit auch. Kommen wir nicht mehr ganz so gut ins Spiel, aber haben, glaube ich, alles im Griff. Und ja, und kommt ein langer Ball, ich werde das 2-1 und sonst, glaube ich, nichts zuklasse. Und dann eine zweite Halbzeit 4-5 hundertprozentige Chance gehabt. Und ja, es ist gerade echt schwer, weil gerade läuft es auch brutal. Ich denke, wir machen viele Fehler, aber das Glück ist gerade auf unserer Seite. Aber ja, wir müssen weiter arbeiten und hoffe dann, dass es irgendwann wieder eine unsere Seite gibt. Und so, ja, war wieder absolut ärgerlich. Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen, haben 20, 25 Minuten echt ein geiles Spiel gemacht, haben den Gegner maximal im Griff gehabt und dann haben wir die Chance aufs 2-0 durch den Elfmeter, machen den nicht. Und dann irgendwie haben wir dann Bruch drin gehabt und dann haben wir gucken müssen, dass wir da wieder rauskommen, haben es kurz vor der Halbzeit wieder ordentlich gemacht, waren dann wieder recht gut im Spiel drin, zweite Halbzeit haben wir auch wieder Chancen rausgespielt. Und dann kriegen wir halt wieder ein ärgerliches zweites Tor, aber unterm Strich muss man sagen, wir hatten absolut die Chancen. Ich glaube, über weite Strecken waren wir auch spielbestimmt. Und ja, gehen jetzt wieder mit 0 Punkte, stehen wir wieder da. Es ist unbegreiflich, unfassbar, aber ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja gut, wir waren die ersten 25 Minuten des Spiels, glaube ich, klar dominiert, gehen 1-0 in Führung, haben 2-3 hochkarätige Chance inklusive Elfmeter, das Ergebnis dann auch zurecht höher zu schrauben, damit eigentlich das Spiel für uns zu entscheiden. Nach dem Elfmeter, das war irgendwie ein Schock für uns, dass wir den nicht verwandelt haben, haben wir den Gegner damit ins Spiel gebracht, kassieren kurz vor der Halbzeit den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hast du dir vorgenommen, wieder anzuknüpfen an die Leistung der ersten 25 Minuten, dann wäre es sicherlich durchaus möglich gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Und was dann sehr oft sich wiederholt in letzter Zeit sind, ist halt die Tatsache, dass man sehr, sehr viele Torchancen auslässt und dann kannst du keine Spiele gewinnen und dann lässt auch immer dahinter wieder 1-1 zu, dann verlierst du sogar. Ganz bitterer Moment. Ja, Kommentar zum Spiel. Ja, endlich darf ich mal nach dem Spiel nötigen Lächeln. Bis jetzt hatte ich, glaube ich, nur beim Freundschaftsspiel einen Punkt hier geholt, sonst immer verloren. Ja, man hat natürlich heute auch das Glück auf unserer Seite, muss man sagen, auch wenn das 1-0. Ja, durch einen eigenen Fehler passiert ist, weil die Absprache nicht gestimmt hat. Bis dahin war eigentlich so richtige Torchancen nicht gegeben. Nötigen war zwar Spielüberlege, Feldüberlege, aber dass da ein 1-0 rausspringt, nicht. Glück, Elfmeter verschossen, gar kein Thema. Aber nach dem Elfmeter waren wir eigentlich wach. Und ich glaube, jetzt gerade so die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, da waren wir absolut die bessere Mannschaft, haben da auch zu Recht das 1-1 gemacht. Ja, zweite Halbzeit war dann Kampf auf beide Seiten. Mit Sicherheit Nöttinger Seite auch einige Torchancen gehabt, eine große Torchance gehabt. Aber wir haben dann 2-3 Konter gefahren und ich sage jetzt verdient, aber ein Unentschieden wäre mit Sicherheit okay gewesen. Aber dass ich das noch erleben darf, in Nöttinger mal zu gewinnen, finde ich einfach schön und ich wünsche Nöttinger alles Gute.